Moin Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Jack, wieder zurück. Und zwar jetzt mal mit den aktuellen Patch Notes und abgejackt sozusagen. Also, wir gehen die ASM heute durch mit den neuen Patch Notes, deswegen aufgepasst und zugehört. Fangen wir mit dem Schaden an. Da hat sich im Vergleich zum Patch gar nichts getan. Das heißt, der Schaden ist 35 bis 18, 3 bis 5, 6 Schuss bis zum Kill. Also, das heißt, es hat sich da gar nichts geändert. Auch in der nächsten Kategorie. Der Headshot-Multiplier, da hat sich auch nicht viel getan. Der ist auch in diesem ganzen Spiel relativ standardgemäß 1,1. Dann natürlich hat man gedacht, ja, ist jetzt die Reichweite von der ASM schlechter geworden oder nicht? Das kann ich euch ganz genau sagen. Und zwar hat sich die Reichweite nicht geändert. Das ist immer noch die zweitbeste Reichweite bei den MPs nach der KF5. Die KF5 hat dann noch eine bisschen bessere Reichweite. Aber das macht die ASM natürlich mit anderen Bonus-Sachen wieder gut. Zum Rückstoß, der hat eine Schuss pro Minute, da hat sich das groß geändert. Und zwar die ersten drei Kugeln waren früher, wurden mit 1000 Schuss pro Minute geschossen. Jetzt sind es nur 750 und die restlichen Kugeln des Magazins 750. Das heißt, mit dem Patch bleibt es immer 750. Merken, wichtig. Rückstoß, super, super niedrig. Und der Vorteil der ASM, die Fähigkeit der ASM ist, je länger ihr im Dauerfeuer seid, desto länger, desto präziser wird die Waffe. Das heißt, der Rückschuss geht immer mehr zurück und zurück und zurück. Boah. Das Hüftfeuer ist für eine MP gut. Also es ist nicht schlecht, es ist in Ordnung, es ist wirklich gut. Kann man dort schon durchschießen. Laser braucht ihr wirklich nicht bei der Waffe. Da empfehle ich euch später ganz, ganz andere Aufsätze, weil das braucht ihr wirklich nicht. Also manchmal trifft den Gegner perfekt, manchmal nicht. Kim und Korn, man muss einfach sagen, bei der ASM ist einfach mal phänomenal geil. Ihr habt oben alles komplett offen, ihr habt keine irgendwelche Blenden, die irgendwas verdecken und so weiter. Klar, dieses kleine Dreieck ist ein bisschen kritisch, aber es geht. Schnelles Nachladen, super schnell bei der ASM, wenn du Kugeln im Magazin hast, 1,5 Sekunden. Sonst seid ihr sogar unter einer Sekunde mit dem schnellen Nachladen. Also, das ist schon eine heftige Zahl im Vergleich zu Sturmgewehren. Da packt sie auf jeden Fall aus. Auch das ADS ist bei der ASM ziemlich gut. 0,95 Sekunden und 0,55. Und das ist natürlich noch alles ohne Schnellziehen. Habt ihr noch Schnellziehen drauf, wird dieser ganze Wert nochmal halbiert. Also genau 50% schneller. Das ist der ganze Spaß. Run Speed. Genau, nicht mehr 90 wie bei den Sturmgewehren, es ist 100. Das heißt, es bringt nichts, auf das Messer zu wechseln. Ihr seid nicht schneller, ihr habt keinen Vorteil davon. Ihr macht einfach euer Ding, behaltet einfach die MP in der Hand, ganz, ganz wichtig. Die besten Varianten sind die Strider, die Reckless, die Speakeasy und die Magnitude. Bei Magnitude noch geschrieben, 300 Kills. Das ist eine der Waffen, die ihr freischalten könnt, indem ihr einfach die Waffe spielt. Ihr müsst einfach 300 Abschüsse machen, dann bekommt ihr sie, genauso wie eine Hintergrundkarte. Und der Rest halt durch die Supply Drops. Ja, Bonusinformation. Die ASM ist trotzdem Patch einer der besten Waffen im ganzen Spiel. Sie ist aber nicht mehr die beste Waffe. Also nicht für jede Situation. Die war am Anfang schon sehr, sehr OP. Jetzt nicht mehr. Beste Handhabung. Ja, ihr seht selber. Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Also da könnt ihr wirklich auspacken. Ja, die Distanz ist dann bei 6 Treffern schon so ein bisschen kritisch. Wobei sie zum Teil auch mit manchen Sturmgewehren ein bisschen mithalten kann. Deswegen keine Angst haben. Aber wie gesagt, No-Go, ihr solltet keine Distanzkämpfe eingehen. Mit Anwendung, ihr seht, der Gegner steht mit der HBR, mit der BAL, dann braucht er dann nicht anfangen, mit der ASM da rumzuschießen. Das wird nur in die Hose gehen und da werdet ihr nicht glücklich und da wird niemand glücklich, außer der Gegner, der euch abschießt. Aufsatzempfehlung, der Griff für noch mehr Stabilität, schnell ziehen, 50% noch schneller und verbesserter Drall, um die Reichweite noch ein wenig zu pushen. Was auch noch natürlich möglich ist, ist jetzt das, was weggepatcht worden ist, sich mit einem Aufsatz dazu zu holen, das wäre dann schnell Feuer. Und ja, ist die Waffe overpowered? Sie ist nicht mehr so stark, wie sie einmal war. Das muss man wirklich hier sagen, sie ist nicht mehr so heftig. Aber sie gehört immer noch zu den besten, ich sag jetzt mal, Optionen in AW. Und das heißt, neben einer BAL, neben einer HBR, neben einer, ich sag mal, KF5, ist auch die ASM auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und die wird wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gerne gespielt. Denke ich mal, so wird es dann sein. Und in diesem Sinne, wie gesagt, der Patch war gut, hat was Gutes bewirkt. Aber die ASM ist trotzdem noch eine meiner ersten Wahlen, wenn es darum geht, eine MP zu nehmen und mit der aufzuräumen. In diesem Sinne, hier ein nettes Team Deathmatch Gameplay auf der neuen Map. Dessen Namen ich gerade vergessen habe, aus dem DLC Havoc.
Und ich bedanke mich. Peace. Nächste Woche gibt es dann die nächste MP. Ich denke mal, es wird die K5 sein. Bin mir da nicht so ganz sicher. Also dann, Freunde. Ciao. Peace.